Nee, mach du das mal. Den Einstand? Ja, sonst mache ich das immer. Jetzt warum soll ich den Einstand machen? Ja, du bist immer so enthusiastisch. Jetzt mach du das mal. Ich will mal sehen, wie du das kannst. Wie ich denn... Das ist jetzt scheiße, so auf Knopfdruck da irgendwas rauszuhauen. Gib mir eine Sekunde. Dieser Druck, den er emotional aufbaut, ist immens. Aber herzlich willkommen bei unserer neuen Folge, bei unserer neuen Ausgabe vom Match Talk. Zufrieden? Naja. Emotional gesehen, naja, akustisch gesehen, okay. Das hat so typisch... Hallo, da sind wir! Naja, das, so wäre es! Das war übertrieben. Ja. Ja. Hi, erstmal grüße euch. Willkommen zurück. Welcome back, nochmals. Vielen Dank für die 1000 Abonnenten. Mittlerweile sind wir, glaube ich... 1014 innerhalb von 2 days. Ja, es ist schön zu sehen, dass ihr uns supporten wollt und es freut uns einfach. Ja. Und deshalb freuen wir uns nochmal ganz kurz über die 1000 und gehen jetzt direkt... Komm, wir freuen uns! Und jetzt kommen wir direkt... Zum Heimspiel. Kielspiel. Gegen Kiel. Genau, Holstein Kiel. Bin gespannt. Ist ja jetzt denen ihr erstes Spiel. Das letzte hatten sie gegen Hamburg von vor 3 Wochen. Es ist schon Ewigkeiten gefühlt her, wo Kiel 8.3. glaube ich. Ja, ne? Also es ist schon Ewigkeiten her. Dann hatten sie ja das Pech gehabt, dass genau 2 Mannschaften dann Regensburg und Hannover mit Corona zu tun hatten und die Spiele ausgefallen sind, werden jetzt zwischendurch immer wieder nachgeholt in den nächsten Wochen. Ne? Ja. Und dementsprechend jetzt das erste Spiel wieder von Kiel und dann bei uns im Schmuckkästchen. Ist natürlich klar. Wem brauche ich das sagen? Es ist ein Topspiel. Aber ich würde sagen, wir schnacken weiterhin während unseres Spiels und auch. Er hat schon wieder wir gesagt. Wir werden sehen. In der Halbzeit und am Ende. Lass uns anfangen. Aber was fehlt noch? Anfangen in dem Moment, wir spielen dieses Spiel vor und gucken, dass ich Bochum bekomme, weil wir wollen ja gewinnen. Schere, Stein, Papier. Ohne? Ohne Brunnen und ohne Gottes Augen. Ah, Mann! Yes! Hier ist der Charles. Ich leg den mal hier rüber, weil wegen dem Mikro, wenn ich den hier rummache und dann 3 Tore und ich ziehe das immer so, dann haben wir so einen Schleif drin. Das mache ich mal nicht. Ich lasse das mal hier so schön auf meinem Stammplatz so, so liegen. Ich muss das so ein bisschen aufmachen. Ich muss das ein bisschen zelebrieren. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Alles so, wie es sein soll. Das ist schon eine Menge Granate. Erstmal wieder defensiv eingestellt, spielt immer. Sobald das anfängt, eine Stufe auf defensiv, weil dann spielt er nämlich nicht normale Formation, sondern er spielt mit einer Spitze und dafür mit einem tieferen Mittelfeld. Er hat meine Taktik durchschaut. Ja, das war nicht schwer, das machst du jede Woche. Und natürlich ist es auch, genau wie bei uns, wenn man halt in der Saison so häufige Phasen hat, die man erfolgreich bespielt hatte, dann hat man auch dementsprechend das Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Und das ist ganz klar bei Kiel, auch wenn sie jetzt, denke ich mal, eine längere Zeit nicht gespielt haben aufgrund dieser ganzen Corona-Situation und das alles, gehe ich nicht davon aus, dass es bei ihnen für einen Leistungsabbruch irgendwie gesorgt hätte. Abseits! Ah, nee. Und das ist das 1:0 für Kiel. Ist ja nicht schlimm, ist ja erste Halbzeit. Ja, ich freue mich auch nicht, weil ich kann mich nicht freuen, aber das Tor ist gefallen. Ja, war ja auch ein schönes Tor von Lee, davon hast du ihn ja. War okay, war Unachtsamkeit, weil ich bin mit Gamboa in die Mitte geschoben. Ja, dann halt so ein Winkel, der kann reingehen, geht manchmal nicht rein, also in den meisten Fällen eigentlich nicht. Jetzt hatte man mal das Glück oder ich das Glück gehabt. Abseits. Ah, das ist aber auch... Ihr dürft euch übrigens in unserem nächsten Matchtalk auf ein Gameplay freuen von der PlayStation 5. Denn sie wird morgen erscheinen bei mir im Haushalt und dementsprechend sehen wir ein anderes Gameplay. Wir können sogar in 4K aufnehmen, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin ja echt mal gespannt. Also PlayStation 5 habe ich noch nicht gehabt, aber lass uns weiter über Fußball sprechen. Ja, war nur klar, so ein technischer Hinweis.
Wir haben ja schon kurz drüber philosophiert und auch gesprochen, wie wir Stop it. Get some help. die Defensive aufstellen würden. Also ich bin immer noch so ein Fan von Barisch Ekinçer. Auf jeden Fall. Das wäre mal eine herausragende Situation, wo er uns wieder überraschen könnte. Mr. Thomas Reis. Auf jeden Fall. Er gibt noch gelb. Lakotschak, alles gut. Aber deine Möglichkeiten, so wie du sie genannt hast, fand ich auch mega gut. Kann natürlich auch sein, dass er sagt, pass auf, ich schiebe Leitsch raus oder Bella Kotschap raus und bringe dafür Dekali in die Innenverteidigung rein. Ja. Denn Dekali, wie aber auch unser Kühlschrank, ist ja wieder gesundet. Gesundet? Was ist das denn für ein Genesen. Mensch? Genesen, genau. Gesundet. Gesundet. Ja, und damit geht's auch pünktlich in die erste. Was ist in die erste? Es geht in die Halbzeit. Es gibt nur eine Halbzeit. Ich lasse den Text nochmal so. Es ist jetzt Halbzeit, genau. Ich finde gut, dass Zoller wieder fit ist und die jetzt mehr Zeit haben, sich einzuspielen. Ich bin auch mal auf Bonga gespannt, ob er den bringen wird. Anstatt Bockhorn, vielleicht sitzt er wirklich auch Bockhorn auf die linke Verteidigerposition, dass er Bonga spielen lässt. Warum nicht? Aber also, ich könnte mir theoretisch vorstellen, also so rein jetzt intuitiv würde ich einfach sagen, Thomas Reis wird die einfache, in Anführungsstrichen, Methode wählen, auch wegen der Erfahrenheit, wird er wahrscheinlich dann sagen, okay, ich ziehe einen Bella Kotschap oder einen Leitsch auf außen oder die spielen halt variabel und wechseln sich irgendwie dann so ab nach dem Motto, je nachdem, wer sich gerade auch dafür flexibel verantwortlich fühlt für die Seite, dass man halt auch guckt, dass man Innenverteidigung nicht statisch lässt, sondern so ein bisschen flexibel und dass man dafür dann die Erfahrungen zum Beispiel von einem Dekali reinbringt, der ja auch schon zeigen konnte, dass er ich weiß nicht, wen hat er, den Leitsch hat er ersetzt in einem Spiel, ich weiß gerade nicht mehr, welches Spiel das war. Und da hat er ja einen souveränen Job gemacht. Ne? Und dementsprechend gehe ich aktuell davon aus, dass er nicht die experimentelle Lösung nimmt, obwohl natürlich, er überrascht uns immer. Ne? Ja, er überrascht uns immer und immer wieder. Der Erfolg spricht für ihn. Ja, also ich bin der Meinung, wie gesagt, das ist meine Meinung, ich will Bockhorn dahinstellen. Pantovic vor ihm, weil er auch defensiv stark arbeitet, würde Holtmann dann auf rechts lassen, also dann halt 99% oder 98% kommt eh der linke Fuß zum Einsatz, nach innen zieht. Pantovic kann beides spielen, also ich würde die Innenverteidigung so lassen, ich würde vielleicht sogar Bockhorn rausschauen, wie gesagt, oder meine Variante mit Barisch Ekinçer. Ekinçer meine ich. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, die Variante. Also, wir haben also verschiedene Optionen dort. Genau, schreibt auch gerne natürlich eure Vorschläge in die Kommentare. Wie seht ihr das? Wie würdet ihr die Ausfälle kompensieren? Also den Ausfall von Danilo und natürlich auch Blumen. Dementsprechend muss man natürlich auch noch schauen, ob man da vielleicht Bockhorn weiterhin vertraut oder Pantovic von Anfang an bringt. Bockhorn würde ich mal eine Ruhephase geben. Ich würde dann eher entweder Pante bringen oder vielleicht sogar Tarsis Bonga, weil der ist ja auch jetzt schon lange wieder gesund. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, dass er sich da mal wieder, dass er sich da mal wieder zeigt. Was hältst du von dem Gerücht? Eisfeld? Von Eisfeld und Hannover, ja. Ich meine, Gerüchte sind halt immer schwer zu deuten. Ne? Es gab viele Gerüchte um den Ganvula-Transfer damals, der nicht zustande gekommen ist. Es gab viel über einen Terodde-Deal angeblich, der in Bochum gesichtet worden war. Hat auch am Ende nichts Festes ist dabei rumgekommen, also muss man immer vorsichtig sein. Natürlich, Fakt ist, Eisfeld hat seine Kompetenzen, er ist wirklich ein starker Spieler und kann natürlich jeder Mannschaft, in dessen System er passt, weiterhelfen. Ne? Und da muss man einfach schauen, wie sich das Gerücht entwickeln würde. Fakt ist natürlich auch, je nachdem, wie unsere Saison ausgehen wird, muss man sich tendenziell von manchen Spielern trennen und muss gucken, wie man den Kader dann auch bastelt, dass er dementsprechend der Liga tauglich ist. Da will ich gleich später mal drauf eingehen, nach der zweiten Halbzeit. Zweite Halbzeit. Ich muss hier was tun. Willst du was wechseln? Ja, was soll ich denn da wechseln? Ja, dann geht's weiter. Ja, ganz ehrlich. Boah. Schade. Ja. Schade. Ich weiß gar nicht, wer es jetzt war. Ich glaube aber Zolli. Knapp daneben. Knapp am langen Pfosten vorbei. Auch vorbei. Ja, komm, Tische, der nächste.
Da zieht er ihn zurück mit der Sohle. Ist noch mal gut gegangen. Was mache ich denn hier? Aber ihr seht schon, der VfL kommt wesentlich stärker aus der Kabine raus. Hey, schmeißt er sich vorn auf die Erde. Lange Eck. Ich habe gedacht, du schiebst ihn oben links rein. Aber er merkt, er freut sich nicht, nicht so wie ich, also, so, der so ehrgeizig spielt, sondern innerlich freut er sich. Ja, du mach hin da, komm. Der ist ja gut. Was ein Gestochere da. Und ich kriege hier nicht rein. Ja, genau so. Da wurde auch Zeit. Ja, freu dich. Ja! 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 So! Unser Holtmann. Ja, wer soll sonst machen? Mittlerweile Torjäger geworden. Ja, jetzt haben wir zwei Minuten mal. Den einen hat er reingelaufen. Und den anderen hat er auch geschossen. Der war auch okay. Ja, aber der war schön mit viel... Ja, über sich kann man ja nicht sagen. Das war ja eher noch so eine Aktion gewesen, wo er den Ball gerade mal so mit der Pike ins Tor gekriegt hat am Ende noch. Aber trotzdem Tor. Aber Tor ist Tor. Genau. Boah, jetzt spielt er auf Zeit. Jetzt rennt er nach hinten. Den Ball rennt er jetzt aus. Nein, weißt du, was ich gerade gedacht habe? Ich hätte die blauen Trikots. Macht der Gewohnheit, weil eigentlich habe ich noch nie ein Heimspiel die Auswärtsmannschaft gehabt. Das stimmt. Deswegen bin ich gerade eigentlich in der... Annahme gewesen, ich hätte die blauen Trikots und deswegen bin ich fast jetzt ausgelaufen mit dem Ball. Ich hab's hier rochen, wo er hinkommt. Ja, genau da. Ja, das. Ja, das war's jetzt. Noch ein Angriff. Spielen wir nochmal einen schönen Ball auf außen. Gehen nochmal nach da. Lass mich nochmal nach vorne. 11 Meter! Nein, diese Freistoß. Habt ihr das mitgekriegt? 11 Meter! So innerlich glaubt er schon dran. Nein, es war deutlich natürlich außerhalb des Strafraums. Ja, das war doch mal gar nicht so schlecht geschossen. Ja, aber nur Latte. Außerdem stand mein Spieler auch in der Ecke. Ja, aber trotzdem, er wäre ja fast drin gewesen. Ja, fast. Hätte. Hätte Fahrradkette. Genau, ja. Genau. Ja. Ja. Hat leider nicht funktioniert. Tut mir leid, liebe Fans, liebe Community. Ich habe es nicht hinbekommen heute. Malo war einfach heute zu gut. Ich hätte am Anfang eine falsche Aufstellung genommen. Schade eigentlich, aber nicht schlimm. Ist halt manchmal so, ne? Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Darum sage ich einfach mal gegen Kiel. Positiv gestalten, wieder zurück in die Ganz Spur genau. kommen. Die Aufgaben erledigen. Genau, zurück in die Spur kommen. Bleiben, ne? Einer, wie du gerade gesagt hast, so schön, dass ja jetzt einer aus den Top 4. Top 4. Sogar platziert. Top 4. Ne? Ja. Nicht nur Top 6, sondern auch ja. Top 4 natürlich. Und ja. Ich sag mal, in der Offensive, ja, Jules, Zoller, Holtmann, und dann wird sich zeigen, wie was Thomas Reis aus dem Hut zaubert. Bockhorn, ja. Pantovic, Bonga, vielleicht sogar Nowotny, keine Ahnung. Nowotny fand ich richtig gut für Zoller. Endlich hat er mal seine Chance Joker. Bekommen und auch genutzt. Joker, er wird, denke ich, jetzt auch in dem Spiel unser Joker sein, der dann als Stürmer eingewechselt ja. wird, wenn ja. Thomas Reis das als notwendig achtet. Genau. Ne? Aber da haben wir schon referiert im Review. Genau. Ja. In diesem Sinne sage ich jetzt noch? Mal... Schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, wir können auch mal gerne wieder unseren Spieltipp einführen, dass wir nämlich jetzt sagen, wie wir denken, wie das Spiel ausgeht und dass auch gerne ihr dann in die Kommentare schreiben könnt, wie ihr denn denkt, wie das Spiel ausgehen wird. Also mein Tipp ist, wir gewinnen das Spiel mit einem 3:2. Ich halte mich zurück, habe ich die ganze Saison über gemacht. In der letzten Saison habe ich das mal getippt, das war nicht gut. Ich muss jetzt meine Wortwahl überlegen. Ich tippe nicht. Nein. Ich freue mich über einen Sieg oder über einen Punkt. Und dabei belasse ich es. Aber denkt immer dran. Genau. Ne? Abo, Däumchen, Glocke. Alles, was da ist. Das muss alles bitte sein, genau. Damit der Support von euch gezeigt wird. Genau. In diesem Sinne, wir sehen uns, hören uns, sprechen uns vielleicht eher weniger. Aber ihr könnt uns sehen und hören. Und wir reden dann, wie immer, nach dem Spiel, vor dem Spiel. Glück auf. VfL auf 3 Punkte. Glück auf!